Moin und willkommen bei Sprache der Zahlen. Heute will ich euch einen schönen Rechentrick zeigen, wie wir ganz einfach große Zahlen wie zum Beispiel 98 mal 89 oder auch 997 mal 898 ganz einfach im Kopf lösen können. Das Ganze ist eventuell bekannt unter So rechnen die Inder oder vedische Mathematik, spielt aber eigentlich keine Rolle, wo es herkommt, denn es ist einfach wunderschön. Und ich werde euch natürlich zeigen, wie wir das lösen und was ich noch interessanter finde, warum funktioniert das Ganze überhaupt? Aber fangen wir erstmal an. Wir haben 98 mal 89. Und was wir jetzt als erstes machen, wir schauen, wie viel fehlt bis zur 100. Das ist bei der 98 eine 2, denn 98 plus 2 ist eine 100. Bei der 89 fehlen noch 11. Und jetzt können wir ganz einfach rechnen. Unsere beiden letzten Stellen sind 2 mal 11. Das ist eine 22, also haben wir hier eine 22. Die beiden ersten Stellen sind, jetzt über Kreuz gerechnet, entweder 98 minus 11 ist eine 87 oder 89 minus 2 ist eine 87. Also schreiben wir die 87 hin und erhalten dann 8722. Was wir über Kreuz rechnen, würde ich immer das nehmen, was am einfachsten geht. Nehmen wir direkt ein weiteres Beispiel. 96 mal 93. Bei der 96 fehlt eine 4 bis zur 100, bei der 93 eine 7. Das bedeutet, unsere beiden letzten Stellen sind 4 mal 7, das ist eine 28. Und unsere vordere Stelle ist 93 minus 4 ist eine 89. Also haben wir 8928. Nehmen wir ein bisschen kleinere Zahlen, dann haben wir 93 mal 85. Bei der 93 fehlt eine 7 bis zur 100 und bei der 85 eine 15. Das heißt, wir haben dann für die beiden letzten Stellen 7 mal 15 ist 105. Das sind aber drei Stellen. Was machen wir? Wir schreiben die 5 auf und merken uns die 1. Vorne haben wir dann 85 minus 7 ist 78. Plus der gemerkten 1 ist 79. Was auffällt, wenn die Zahlen kleiner werden, werden hier die Zahlen größer und unsere Rechnung schwieriger, denn unsere beiden letzten Stellen berechnen sich aus dieser Multiplikation. Das wird ganz deutlich, wenn ich eine wesentlich kleinere Zahl nehme, 67 mal 43. Denn fehlt bei der 67 eine 33 bis zur 100 und bei der 43 eine 57. Das bedeutet, wir würden die beiden letzten Stellen berechnen mit der Multiplikation 33 mal 57. Das finde ich noch nicht mal wirklich einfacher als unsere Grundrechnung. Man sieht hier ganz deutlich daran, umso größer die Zahlen, desto einfacher wird die Rechnung. Doch kommen wir jetzt zu dreistelligen Zahlen. Haben wir das Beispiel 997 mal 898. Und dann rechnen wir natürlich nicht zur 100, sondern zu 1000. Bei 997 fehlt noch eine 3 bis zu 1000, bei der 898 eine 102. Und jetzt berechnen wir die letzten beiden Stellen, denn wir haben jetzt eine dreistellige Zahl, also berechnen wir die letzten drei Stellen. Das wären dann 3 mal 102 ist 306. Und vorne hätten wir dann 898 minus 3 ist 895. Also haben wir raus 895.306. Man sieht aber ganz deutlich daran, dass diese untere Multiplikation ganz schnell schwierig wird und die Rechnung bei dreistelligen Zahlen wirklich nur bei ganz großen Zahlen einfach ist. Und so einfach können wir große zweistellige oder dreistellige Zahlen im Kopf multiplizieren. Aber das Entscheidende ist doch eigentlich, warum funktioniert das Ganze? Und das schauen wir uns jetzt an. Nehmen wir das Beispiel 98 mal 89. Und was wir jetzt machen? Wir wandeln die Zahlen ein bisschen um, denn 98 ist doch nichts anderes als 100 minus 2 und 89 ist nichts anderes als 100 minus 11. Was wir jetzt noch machen müssen, ist, wir klammern aus. Wir haben dann 100 mal 100 minus 2 mal 100 minus 11 mal 100 plus 2 mal 11. Plus 2 mal 11, weil wir haben minus 2 mal minus 11, minus mal minus ist plus. Dann klammern wir hier bei diesen drei Termen die 100 aus. So bleibt dann stehen, Klammer auf, 100 minus 2 minus 11, Klammer zu, mal 100 plus 2 mal 11. Das Ganze können wir jetzt noch schön zusammenfassen. Wir können aus der 100 minus 2 eine 98 machen. So bleibt dann 98 minus 11 mal 100 plus 2 mal 11. Oder wir fassen die 100 minus 11 zusammen, das ist dann eine 89 und die minus 2 bleibt stehen.
mal 100 plus 2 mal 11. Und das ist das, was wir hier über Kreuz gemacht haben. 98 minus 11 oder 89 minus 2. Und hier sehen wir auch deutlich, unsere letzten beiden Stellen berechnen sich mit 2 mal 11. Das ist eine 22. Und vorne haben wir 98 minus 11 oder 89 minus 2 ist in beiden Fällen eine 87. Und das Ganze wird mit 100 multipliziert. Das bedeutet nichts anderes, als dass aus der 87 eine 8700 wird. Und so steht hier eigentlich 22 plus 8700. Macht dann 8722. Und das ist das Geheimnis, wie dieser Rechentrick so einfach funktioniert. Das Ganze können wir uns noch einmal schnell angucken bei den dreistelligen Zahlen. Da haben wir den 997 mal 898 und wir rechnen jetzt ja nicht zur 100, sondern zur 1000. Das heißt, hier steht dann 1000 minus 3 mal 1000 minus 102. Ausgeklammert 1000 mal 1000 minus 3 mal 1000 minus 102 mal 1000 minus 3 mal minus 102 ist wieder plus 3 mal 102. Minus mal Minus plus, nicht vergessen. Dann klammern wir hier wieder die 1000 aus. Dann haben wir 1000 minus 3 minus 102 mal 1000 plus 3 mal 102. Das können wir vorne wieder zusammenfassen. Entweder mit 1000 minus 3 ist 997 minus 102 mal 1000 plus 3 mal 102. Oder die 1000 minus 102 zusammenfassen. Dann haben wir 898 minus 3. Mal 1000 plus 3 mal 102. In beiden Fällen sehen wir wieder schön die Kreuzrechnung 997 minus 102 oder 898 minus 3. So haben wir wieder für die letzten drei Stellen 3 mal 102 ist eine 306 und vorne haben wir die 898 minus 3 oder 997 minus 102, in beiden Fällen die 895. Verschoben um drei Stellen oder auch drei Nullen, so wird aus der 895 eine 895.000. Beides zusammengefasst ergibt dann eine 895.306. Und so einfach haben wir das Geheimnis der Inder entschlüsselt. Ich weiß gar nicht, was ich schöner finde, den Rechentrick an sich oder warum er funktioniert. Und wenn euch das genauso geht, dann abonniert doch den Kanal. Und jetzt seid ihr dran.